Okay, schön. Und haben wir jetzt hier zumindest zwei schon mal abgekocht. Das sollten wir uns merken. Damit könnte man so eine längeren Phasen hier gut überbrücken. Und das letzte Gebäude ist mir eigentlich gerade egal. Wir tauschen aus. Wichtige Ressourcen gegen unwichtige. Wobei wir einiges noch nicht so richtig zuordnen können. Das Tuch ist schon sehr wichtig. Und stattdessen hier lassen können wir das Tauwerk. Tuch, 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 Tuch. Das andere kann ich leider noch nicht einschätzen. Wir haben jetzt schon 30 Grad. Wir sollten essen, trinken und losballern. Und natürlich nochmal speichern. Flop. Und noch ein Schluck. Wüstenbalsam. Ah. Speichern. Und los. Haben wir wirklich alles mit, was wir mitnehmen wollten? Na klar, ey. Man könnte jetzt noch hier noch einmal eine Trinkflasche herstellen, aber ich will es auch nicht übertreiben. Nicht noch mehr. Du bist jetzt nicht zufällig fertig, oder? Doch, ist er. Klasse. Wunderbar. Noch einmal speichern. Kostet ja nichts. Und dann wollen wir in die Richtung. Erstmal zur alten Base. Ein Schlückchen trinken. Und dann weiter in die Richtung zum Ursprungsort. Und da muss auch irgendwas kommen noch. Da hatten wir Kamele gesehen gehabt. Der totale Wüstenmarathon. Vielleicht ist das auch alles hier nur so eine Illusion, weil der halt dehydriert. Das ist doch irgendwie, also er hat am härtesten Lauf der Welt teilgenommen. Und da kann sowas schon mal passieren, aufgrund von Dehydrierung und sowas. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Also immer schön hydriert bleiben, meine Freunde. Meine werten Ödländer. Und das war's. Wir können jetzt gerade nicht mehr rennen. Wir haben noch jede Menge Tücher in dem anderen Camp, aber da sind wir ja gerade nicht hin unterwegs. Wobei, es wäre natürlich irgendwo... Nein. Machen wir später. Die Hose und den anderen Helm, den bauen wir uns später. Den Todebahn, richtig, den Todebahn. Acht Tücher. Werden wir uns irgendwann bauen. Früher oder später. Genau, kommt Zeit, kommt Rat. Einmal kurz hier den Überblick wahren. Ein bisschen Laufstrecke hinter uns bringen. Und dahinter sollten wir schon, also hinter dieser Düne sollten wir schon was Wichtiges sehen können. Vielleicht gibt es ja irgendwas, womit wir unsere Ausdauer buffen können. Irgendwas, was wir halt noch nicht kennen. Wir wissen zumindest, dass wir definitiv Metallbarren brauchen für die Pyramide, um da den Steg zu Ende zu bauen. Und wir brauchen ein Pulverfass. Aber ich würde mich ja schon riesig freuen, wenn wir demnächst einen Kamelsattel herstellen könnten. Vielleicht müssen wir jedes Mal... Oh Gott, wo bin ich? Vielleicht müssen wir jedes Mal das Kamel zähmen, damit es uns auf den Rücken lässt. Das ist gut möglich. Aber wir hätten ja Bananen. Ohne Ende. Da hinten ist was. Ist das die Hütte? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich halte hier die ganze Zeit die Sprint-Taste gedrückt, aber es dauert gerade eine Sekunde, bis er wieder zu Atem gekommen ist. Na los. Er lädt nicht mehr auf. Schon wieder nicht.
Vielleicht muss ich auch die Taste loslassen, damit er zu Atem kommt. Auf zum Atem. Ja, ist gut möglich. Wenn ich stehen bleibe, geht das... Ach, guck mal. Gehen darf ich dann. Und los, weiter rennen. Da ist jetzt eine Oase, ne? Hier in der Kuhle. Da muss was sein. Wir hatten gespeichert, ne? 7-mal oder so. Oh nein, da ist nichts. Ist das hier unser Verderben? Da hinten war auf jeden Fall irgendwas. Irgendwas wartet da auf uns. Keine Panik, wir haben eine frische Axt, wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken. Kann nur gut werden. Alles wird gut. Ja, ja. Die Wüste, ne? Ganz schön groß. Da kommt was. Da ist was. Kurz aufladen. Was ist das? Ist nur ein Busch. Das sah gerade ganz komisch aus. Wie so ein Viech von Tatooine. Eine Banta-Ratte. Was ist das? Ist das was Neues? Na, wenn ich Baumbahnmarker, dann sind wir auch happy, dass wir was Neues gefunden haben. Vielleicht ein versandeter Bunker oder sowas. Das ist eine Ruine, ist das. Immer schön den Überblick wahren. Sci-Fi-Geräusche. Ist nur ein umgekippter Marker. Eieieiei. Ist nur ein umgekippter Marker. Ich laufe einfach mal. Wir werden schon was finden. Wir sind ja bestens ausgestattet. Aber ich finde auch gerade diesen Aspekt des Spiels sehr interessant. Also was Weitläufiges, wo man nicht so wirklich hundertprozentig weiß, wohin man eigentlich läuft, macht doch einen schönen Survival-Aspekt aus. So ein bisschen fühle ich mich an Atlas erinnert. An das andere, etwas größere Survival-RPG, Survival-MMO aus dem gleichen Hause wie Ark. Ich habe es nicht sehr lange verfolgt, aber da gab es ja auch immer so die Möglichkeit, auf hoher See neue Inseln und so zu erkunden. Und da wusste man auch manchmal nicht, wo man gerade hin unterwegs ist. Ich glaube, wir müssen was essen. Was trinkt, meine ich natürlich. Schlurfy Mac, schlurf, schlurf. Konsumieren. Reicht das schon? Schön haushalten, ne? Schön haushalten. Der Wüstenbalsam wirkt noch. Irgendwas müssen wir noch hier finden. Irgendwas. Irgendwo eine neue Oase oder Ruine, das war's. Definitiv. Aber erst laufe ich jetzt erstmal hier hoch. Für eine bisschen bessere Aussicht. Nicht aus den Augen verlieren. Oh, was ist das? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Na, das ist nichts, ne? Wir gehen dahin. Da ist definitiv was. Noch einen Schluck trinken, bitte. Aus dem Lederbeutel. Schmeckt noch ein bisschen nach Bambi. Was? Nein, nein, nein! Nicht hier, nicht hier. Come on, Alter, come on. Wo seid ihr, ihr Ratten? Wo sind sie? Wo sind sie?
Das müssen wir jetzt überleben. Wir haben auch ein Glück, haben wir Energie dabei. Lauf, Mann. Die sind irgendwo hier rausgekommen. Wo ist das? Da ist es. Da will ich hin. Da sind wir in Sicherheit. Oh Mann. Die verfluchten Wüstenwürmer. Ist das die Hütte, wo wir angefangen haben? War ich nur eine Düne zu weit vielleicht? Wer weiß. Who knows? Da kommen sie. Da kommen sie. Zwei Stück. Wo sind sie hin? Die sind irgendwie weg. Nicht gut. Sie pirschen sich an uns an. Wüstenschutz. Da sind sie. Von vornherein schon raufschießen, ne? Zack. Die Pfeile können gar nichts. Es geht ganz schnell. Man kann ganz schnell schießen. Erst den einen, dann den anderen. Und dann die Pfeile einsammeln. Ja, komm! Komm, du Ratte! Es ist gut! Ist gut, Mann! Ist gut! Wer ist der Herrscher der Wüste, hä? Wer ist es? Ellie natürlich. Entschuldigung. I'm high on emotions. Das finde ich ja super. Aber ich habe keine Ahnung, warum ich den Kram mitnehmen soll. Noch ein Pfeil oder so? Ein paar hatten wir daneben geschossen. Schön! Pfeile. Die sind überhaupt kein Problem mehr. Wir können in die Pyramide. Super safe. Ist ja großartig. 11 und 17. 28. Na? Ist hier noch einer oder so? Wir hatten einige auf sie abgeschossen gehabt, ne? Nein. Haben wir wieder alle Pfeile zusammen? Sparfox, Leo mal wieder. Ja, 30 Stück. Okay. Hat einer von euch vielleicht was anderes noch mit dabei? Nur mal so, just for fun irgendwie. Schild. Schwanz. Ich habe keine Ahnung. Ich bereue es bestimmt, dass ich den Kram jetzt hier liegen lasse später, aber ich habe halt noch überhaupt keinen Bedarf dafür. Okay, neue Ruine. Hier wird gebaut, definitiv. Vorsicht, Skorpion. Wir haben auch keinen Platz eigentlich, ne, für den Stachel. Aber wir sollten ihn trotzdem töten. Ist tot. Ah! Ah! Alter, du Ratte. Schieß. Alter, los. Aus dem Nichts, Mann. Aus dem Nichts. Noch einer. Bitte nicht. Hast du was Besonderes dabei? Nein. 22 plus 6 sind 28. 29. Mir fehlt ein Pfeil. Da ist er, der 30. Nee, doch nicht. Wo ist der letzte Pfeil? Steckt er noch in dir? Ist er so ein bisschen glitchy hier drinnen bei dir? Da ist er. Hier ist er. Ich habe ihn gerade gesehen. Letzter Pfeil, eh zum Plündern, ja. Aber hier war er noch irgendwo. Da ist er. Dö, 30 Pfeile. Hallo, Ruine. Oh, neue Blaupausen. Hier sollten wir einen Marker setzen. Uralte Schriften. Untersuchen. Basis für Eintopf. Basis für Suppe. Lehmtopf. Fruchtsalat. Basis für Eintopf. Datteln, Lehmtopf. Alle notwendigen Zutaten für einen Eintopf sind kochfertig. Wahrscheinlich um noch mehr aus dem Fleisch rauszuholen. Basis für Suppe, okay. Das ist der Fruchtsalat. Fruchttiger. Der schmeckt gesund und darauf kommt es an. Durst gelöscht. Ja, schön. Ist jetzt bei alles, ne? Ein paar neue Mahlzeiten. Aber das ist ja auch noch nicht alles. Hier kommen noch ein paar Pulvers dazu, sehe ich gerade. Öffnen.
brauchen wir gerade alles eher weniger. Macht auch gleich wieder zu. Lass doch offen, Mensch. Freut sich der Nächste. Wir müssen was trinken. Okay, das waren wir. Wow. Paranoia. Paranoia. Ja, trink dich mal, Sid. Ist in Ordnung. Du hast es dir verdient. Total voll. Untersuchen. Kopfschuss, Brustpanzer, Beinschutz. Jetzt brauchen wir bestimmt das Chitin, ne? Ja. Ja. Aber, oh. 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 Oh, warte mal. Das ist gar nicht der Kamelsattel. Das ist ein Brustpanzer. Schuppe, Schwanz, Kralle. Ja. Aber wir brauchen echt viel. Aber schützt nicht. Schützt nicht vor der Hitze, ne? Weiß ich nicht. Also ist eine gute Frage. Aber es macht, glaube ich, sowieso erst Sinn, so richtig in einer Base den Kram zu sammeln, wenn wir fix von einer Oase zur anderen können. Mit Hilfe von einem Kamel. Ansonsten ist das auch erstmal alles nicht so wichtig. Komm, jetzt ist mal hier ein Slot leer. Wobei, das wird nicht ganz reichen. Na, gut. Akzeptiere ich. Aber schön, neue Rezepte. Alles tolle Dinge. Nice to have. Und hier würden wir wahrscheinlich lernen, wie wir den Ofen bauen können, was wir ja schon kennen. Also was wir schon können. Schon kennenlernen durften. Ist das alles? Ja, ist alles. Ich will mich mal ganz kurz hier navigieren. Mal kurz triangulieren. Dies ist der Weg zum Nest, was? Davon gibt es ein Nest von den Viechern. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hin will. Wir brauchen Stöcker. Und zwar wie viele? Marker. Drei Stöcker. Und ein Tauwerk. Ein Tauwerk, ne? Habe ich doch richtig gelesen. Ja, ein Tauwerk ist korrekt. Geschützturm könnte man natürlich auch bauen. Du kannst es von Weitem sehen. Oh! Und es erscheint auf der Karte, sobald es platziert ist. Wie hoch ist der? Vielleicht ist das ja gar nicht mal so verkehrt für die Orientierung. Vielleicht ist das wirklich so ein Megateil. Vielleicht sollten wir uns sowas mal bauen. Haben wir genug Kram dafür eigentlich? Ja, wir brauchen vier Tauwerk. Das bedeutet, zweimal wedeln. Und bei der nächsten Oase ordentlich Baumstämme wieder mitnehmen. Gib alles. Kloppe die Klopp, Klopp. Jupp. Klopp, Klopp. Wir können. Wir dürfen. Einmal bitte herstellen. Macht er jetzt aber nicht, weil das Slot nicht frei ist, aber der wird frei. Achso, Tauwerk, Entschuldigung. Vier, Schar, Leo. Puh. Ich bin ein bisschen durch. Bin schon ein bisschen länger wach jetzt. Aber das ist ja immer meine Entschuldigung. Aber das kommt und geht in Schüben. Kennt ihr das? Müdigkeit kommt immer und geht immer in Schüben. Und nach müde kommt doof. Haben wir fast geschafft. Wir sind fast in der Doof-Phase angekommen. 1, 2, 3, 4. Ja, haut hin. Klasse. Großartig. Tauwerk herstellen, bitte. Ressourcentauwerk. Wir haben 4. Warte. Das. Wollte ich doch wohl meinen. Ich habe ganz kurz an mir selbst gezweifelt, aber nur ganz kurz. Ihr werdet das sicherlich mitbekommen haben und höchstwahrscheinlich auch in die Kommentare geschrieben haben. Falls nicht, ist auch gut. Und falls ihr gar nicht wisst, was ihr schreiben sollt, schreibt einfach Algorithmus-Kommentar in die Kommentare und ich setze dann ein Herzchen daneben. Ich weiß dann schon Bescheid, ne? Oder Beutelrattenmilch. Ist auch ganz nett. Hier ist nichts weiter. Okay. Hier werden wir den großen Turm hinbauen. Wir können, ne? Wir brauchen jetzt aber einen Slot frei. Aha, Geschützturm.
Ja. Na los. Flop. Von dem platzieren wir hier draußen. Naja, gut. So hoch ist der jetzt nur auch nicht, ne? Kann von Weitem gesehen werden. Und dafür habe ich jetzt meine ganzen. Ich meine, hier oben würde man ihn noch ein gutes Stückchen weiter sehen. Aber ich würde auch gern mal. Oh, ich bin immer so im Fallout-Baumodus, wenn ich überhaupt irgendwas baue. Und da kann man mit rechts und links noch ein bisschen den Gegenstand drehen, aber das geht hier anders. Jedenfalls, jetzt steht das Teil und ich freue mich natürlich, dass er hier ist. Ich darf das Tuch nicht vergessen. Und wir haben jetzt einen Geschützturm. Was? Wo sind wir? What? Wie sind wir denn da hingekommen? Das ist ja mal richtig crazy. Das ist eine Ruine. Hier bitte. Na gut. Wir wissen auch gar nicht, in welche Richtung wir gucken. Das war wahrscheinlich von vornherein das Problem. Ist markiert. Eins. Und er zeigt. Oh, das zeigt es wahrscheinlich an, ne? In welche Richtung der guckt. Er hat auch so ein Holzschildchen gemacht. Das ist die Nummer 1, Geschützturm Nummer 1. Und er zeigt in die Richtung. Sehr schlauer Typ. Wirklich ein schlauer Typ. Trinki, Trinki. Der zeigt in die Richtung. Das bedeutet in die Richtung. Ja. Ich glaube jedenfalls, dass er in die Richtung zeigt. Könnte natürlich auch so eine kleine Täuschung sein. Ich will dann in die Richtung hier weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bevor die Sonne komplett untergeht. Sie knallt zwar noch ordentlich, aber vielleicht kommen wir noch irgendwo an. Wir haben alles, ne? Kann von weit gesehen werden. Ja. Sehr weit. Ich bin begeistert. Wir konnten auch nicht speichern. Das müssen wir auch noch in der nächsten Oase machen. Wir müssen auf jeden Fall einen Speicherpunkt bauen. Ein Bettchen reicht ja eigentlich. Aber der Unterschlupf ist schon besser, weil wenn der Sandsturm wieder aufzieht, dann haben wir das nächste Problem. Bitte keine Sandwürmer mehr. Wobei, die sind eigentlich kein Problem mehr. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wofür wir sonst diese Kriegerrüstung brauchen. Gibt es denn noch schlimmere Gegner? Ah, ich schrei lieber nicht so laut, ne? Nicht, dass er jetzt um die Ecke kommt und dann wir wieder ein ganzes Stückchen neu spielen müssen. Oh Gott. Kompass, ne? Ein Kompass, ne? Das wäre schon. Ich würde mich jetzt hier sehr gerne mit dem Kompass orientieren. Aber wirklich nur mit den Markern und dann so halbwegs Pi mal Daumen. Man hätte natürlich auch noch jetzt einen zweiten kleinen Marker bauen können und da hättest du wirklich wenigstens die Himmelsrichtung so halbwegs triangulieren können. Nicht tri, aber duolieren können. Zumindest wären wir jetzt nicht mehr von den Würmern weggefuttert. 22 Grad. Wir hätten genug Kram da für ein Feuer. Hätten wir, ja, ich glaube schon. Wir könnten auch bestimmt einen Speicherpunkt bauen. Mitten im Nirgendwo, aber ich würde schon gerne lieber an einer Stelle rasten, wo wir eine Zukunft haben. Bitte irgendwo müssen wir doch noch ankommen. Das ist bisher der wagemutigste Lauf hier. Mitten in die Nacht, aber das geht ja dann irgendwann. Wenn die Sonne komplett untergegangen ist, dann erkennen wir wenigstens noch die Kontraste. Trotz der Fackel jetzt vor unserer Nase. Lauf, 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 lauf. Es könnte sogar wirklich sein, dass wir ein Feuer bauen müssen, damit wir hier nicht erfrieren. Brennstoff wird knapp. Wird knapp. Aber okay. Dafür steht ja das Survival in Survival Games. Ist da was? Ist da ein Tier? Oder ist das wieder nur ein Busch?
Nee, sind alles nur Büsche. Die Sterne, ja. Dass hier nicht irgendwie nur so eine BMP-Tapete ist. Ich weiß nicht, ob wir wirklich davon Nutzen hätten, wenn wir uns jetzt an den Stern orientieren würden. Ich gucke lieber fleißig weiter rechts und links und hoffe, dass irgendwas hier wieder über einen Bergkamm, über eine Düne hinauslugt. Toi, toi, toi. Wenn keine Hilfe kommt, viel Glück. Ja! Oh mein Gott! Ja! Ja, Ellie! Pass auf, Ellie! Nee, die schläft. Manchmal macht sie mit. Oh Gott, das ist ja so ein Glücksfall. Wo ist das? Wo sind wir hier? Wir müssen unbedingt einen Marker bauen. Mehr Glück als Verstand. Angenehm, Leon da Gabo. So gut. Sind da Tiere? Nicht, dass, keine Ahnung, wirklich mal Krokodile am Start sind und ich renne einfach ins Wasser rein. Oder Wüstentiger. Vielleicht sollten wir uns nicht so sehr ankündigen. Da ist zumindest schon mal ein Kamel und jede Menge Ressourcen. Und den wichtigsten Kram haben wir ja theoretisch dabei. Da ist noch ziemlich viel Hanf und so. Und ja, stimmt, die Tierteile, also die Wurmteile. Aber eins nach dem anderen ist eine komplett neue Oase. Ja, wir sind nicht im Kreis gelaufen. Hallo, hallo, hallo. Kratisteine. So, womit fangen wir an? Vielleicht erstmal ein Feuerchen, damit wir nicht erfrieren. Irgendwo in der Mitte. Insekten vielleicht? Ja, nein. Hier scheint es nur liebe Tiere zu geben. Frösche, Ananas, das gleiche Spielchen wie immer, aber erstmal fangen wir hier mit den Basics an. Schön, das ist ein tolles Gefühl hier in diesem Spiel, wenn man die nächste Oase entdeckt. Aber wie gesagt, erstmal Feuerchen, platzierbare Objekte, wir brauchen 4 Stöcker, alles klar, dann, ja, leg mal ab, leg mal beide ab. Warte. Ach, guck mal, kannst du auch einzeln ablegen, ohne die Zahl einzutippen. Das gibt's ja nicht. Überraschung. Alles Gute. Klick, klick und zack. Nice. Und noch mehr Stöcke. Und noch ein Gratisstock. Wir wollen endlich jetzt hier ein Lagerfeuer herstellen. Schön. Das wird, Mensch. Das wird. So läuft das. Und dann irgendwann das Kamel. Und wenn wir das Kamel haben, dann können wir ratzfatz mal so halbwegs wirklich andere Spots markieren. Ja, das machen wir alles. Das ist so großartig, das Spiel. Ja, ein paar Baumstämme rein. Damit wir hier ein langes, langes Feuerchen haben. Dann noch den Safe Spot und gleich den Marker, weil ich neugierig bin. Die Glut ist immer gratis. Die bleibt immer. Wow. Doppelstamm. Wie nice. Wedel, wedel, wedel. Schön. Und wie viele sind's? 6? Ja, komm, schmeiß rein. Ah, endlich wieder warm. So, Kiste. Nee, Quatsch. Zelt. Wir brauchen 3 Baumstämme. Und 3 Tauwerk. 3 Wedel müssen wir zerlegen. 1, 2, 3. Das geht so viel einfacher jetzt. Aber hey, haben wir das jetzt auch endlich gelernt. Stiel, Stiel, Stiel. Noch mehr Stiele. Und jetzt brauchen wir einen Platz für
Was denn? Stich im Feuer oder was? Was? Da ist denn die Durst. Wir sind Durst. Wir sind so Durst. Schnell. Uiuiuiui. Ging ja fast schief. Dicker lecker. Mit Wüstensand. Aha, wir brauchen einen Platz frei, bitte. Erstmal. Ich glaube, dann hätten wir zumindest gut Kapazitäten frei gemacht. Ja, ein bisschen verschwenderisch gerade eben, aber ich will mich nicht beschweren. Ressourcen, Tauwerk. 1, 2, 3. Flop. Kurz warten. Wir können schon Bananen pflücken gehen. Den Slot haben wir schon besetzt. Wir können nichts weiter sammeln. Doch, Marihuana. Stimmt. Endlich mal hier eine Pause. Gibt's hier überhaupt Marihuana? Frosch, wo bist du? Neues Fleisch. Ganz wichtig. Wo ist er? Da ist er! Komm her, du Ratte. Ich treib dich hier raus. Das ist eine Treibjagd. Na, bleib stehen. Na, geht doch. Wird wieder ein bisschen enger, aber das Fleisch können wir ja gleich reinpacken. Steinchen! Gratis Steine. Hier sind offensichtlich auch nicht viele Stücke. Aber zumindest einige einzeln gesetzte Stücke. Lehmlagerung. Schön. Ja, können wir gleich mitnehmen. Den Slot haben wir schon belegt. Uns wird kalt. Eine Sekunde. Mach dir warme Gedanken. Betätige dich. Bring dein Blut in Wallung. Jupp. Dankeschön. Steine. Alles wird gut. Alles wird gut. Ran ans Feuer. Fleischchen reinlegen. Da ist schon gleich das nächste Fleischchen. Irgendwo hier. Hallo, mein Freund. Kermit. Zwei Kermits. Und weg mit dir. Ich hoffe, wir behalten das Kamel dann für immer. Aber, warte mal, stopp. Vielleicht habe ich das nur verpeilt und... Wir brauchen gar keinen Sattel. Das ist es vielleicht. Wir brauchen vielleicht gar keinen Sattel, weil das ist ja auch gar kein Sattel im Baumenü. Hier war doch gerade ein Kamel. Hier war doch gerade ein Kamel. Das wär's. Ananas, habe ich gerade keinen Slot frei. Wir könnten aber schon mal... Wir könnten schon mal hier unser Wasser voll machen, bevor wir das verpeilen. Und speichern sollten wir. Ist ja auch gut möglich, dass uns das Spielchen abschmiert. Das wäre sehr ungünstig, aber das hat es bisher eigentlich nicht getan. Steine. Steine, noch mehr Steine. Gut, das freut mich. Gleich mal hier alles mitnehmen. Stöcker, nein. Steine, Gratis-Stöcker. Marihuana, kein bisschen Dope. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Und ich glaube, früher oder später wird das nächste Kamel hier schon auftauchen. Wo ist er? Ich kann ihn schlecht erkennen. Es ist dunkel. Grün auf grün und so. Das wird schwierig. Okay. Hat er nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Ja, hat er wirklich nochmal Glück gehabt. Ja, wir wollten bauen. Und dafür brauchen wir drei Baumstämme. Warum habe ich die eigentlich noch nicht gefällt?
fällt mir ein. Dattelpalme. Leg los. Ja, wirklich. Ich glaube, mit den ganzen... Oh, guck mal, ist auch durch. Maximaler Stack erreicht. Ich glaube, wir sollten dann noch anfangen, uns die spezielleren Nahrungsmittel herzustellen. Weil wir dann bestimmt mehr aus den einzelnen Zutaten herausholen würden. Gehe ich mal ganz stark von aus. Flop! Wedelmann und Söhne, yeah, yeah, yeah. Gib mir her. So, war da noch ein Wedel? Habe ich da nicht gerade noch irgendeinen Wedel gesehen gehabt? Na, dann eben nicht. Ja, genau, herstellen, speichern. Und danach den Marker. Wir können nichts herstellen, kein Slot frei. Weg mit dem Tuch, dieses elende Tuch. Wir haben keinen Platz für dieses Tuch. Ich nehme es gleich wieder auf. Oh, 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 schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Speichern. Das geht ja richtig. Nein. 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 Er baut schon. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt sofort hinstellen. Egal, egal. Wo ist das Tuch? Hat mir das Tuch schon eingesammelt gehabt? Das Tuch ist weggeweht worden. Ich bin untröstlich. Hier drinnen sind wir nicht safe. Beim anderen waren wir safe. Doch, wir sind safe. Aber wir haben nicht gespeichert. Ganz kurz nochmal in die Gefahr raus. Trotz der Gefahr, dass wir hier vielleicht gleich wegsterben. Wo ist das Tuch? Das ist weggeweht worden. Mach dir nichts vor. Aber hier sind wir auch sicher drinnen. Das ist großartig. Das ist ein sehr guter Unterschlupf, finde ich. Er hat unser Leben bereichert. Er hat unser Leben erst möglich gemacht. Ja. Und schon haben wir auch diesen Sandsturm überlebt. Verdammt, Mensch, das Tuch, das war viermal dope war das. Aber die Datteln. Die bleiben hier, oder was? Vielleicht ist es auch nur so ein bisschen rumgeglitscht, weil ich den Unterschlupf dahin gebaut habe. Ist tatsächlich weg. Mensch, das war viermal Hanf. Viermal. Dafür musst du dran glauben, Frosch. Aber sowas von. Irgendwo muss ich ja meine Wut rauslassen. Dankeschön. Du wirst in uns weiterleben. In unserem Bauch. Kamel. Baumstämme drei Stück. Ja, dann braten wir weiter. Ja, wir machen uns jetzt einen Marker. Oder ist hier zufällig das Tuch? Nein. Meine Güte. Das ist das Schlimmste, was mir heute hier passiert ist. Nee, nicht wirklich, aber trotzdem unschön. Trotzdem unschön. Das ist keine Wüstenfrucht. Gut, dann den Marker. Ich will jetzt ganz genau wissen, wo wir sind. Der Marker brauchte, ich weiß es nicht. Ein Tauwerk brauchen wir noch. Okay, ablegen. Und floppdiwupp. Das geht so viel besser jetzt mit der Einzelablegtaste, die ich jetzt erst entdeckt habe, die es wahrscheinlich schon seit der Release-Version gibt. Aber das ist ja nicht mehr die Release-Version. Wer weiß, ist auch gut möglich, dass es erst später hinzugefügt worden ist. Ressourcentauwerk und klicke die Klick-Klick. Und schon geht mir hier der grüne Tee aus. Was? Wie viele Frösche gibt es denn hier mal bitte? Wo ist der? Wo ist der Frosch? Wo hat er sich versteckt? Hey, komm raus! Ach. Ich wünsche dir ein schönes Leben, du Frosch. Wir haben andere Sorgen. Wir müssen uns lokalisieren. Ich bin wirklich sehr gespannt, wo wir hier gerade sind. Wohin es uns die Wüste hier schon wieder verschlagen hat. Flop! Zeigt in die Richtung.
Das wird wahrscheinlich dann auch immer die Richtung sein, in die... Na? Was? Kann es sein, dass ich diese Markierung hier ein bisschen falsch gesetzt habe? Möglich. Oder die Pyramide befindet sich eher hier so. Also wenn... Ich hoffe. Der Pfeil zeigt auch in die Richtung, in die er hier zeigt. Dann könnte die Pyramide da drüben sein. Dann haben wir das System soweit durchblickt und können uns jetzt hier endlich ausmehren. Oh, neue Basis, neues Glück. Wir brauchen definitiv Kisten. 2 Stück Minimum. Also wollen wir doch mal anfangen. Platzierbare Objekte. Wir brauchen 10 Stiele. Also 5 Fächer zerlegen und... Nein, eigentlich brauchen wir 20 Stiele. Dann machen wir gleich Nägel mit Köpfen. Das bedeutet 10 Wedel zerlegen und 2 Baumstämme. Einer wird nicht reichen. Wir brauchen 8. Aber wir haben... 6 haben wir schon. Also doch nur einen Baumstamm zerlegen. Schön, wenn das hier so locker flockig vonstatten geht. Aber wir haben nicht genug. Nein, haben wir nicht. Wir haben nicht genug Baumstämme. Wir haben gar keine Baumstämme. Gut zu wissen. Fangen wir an mit den Wedeln. Nee, dafür haben wir gerade auch keinen Platz. Wir haben für nichts haben wir Platz. Wie immer. Deswegen wollen wir ja auch die Kisten bauen. Das ist unser Ziel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grobe Axt. Power Axt. Alles hier schön kurz und klein hauen. Ja, irgendwo müssen wir ja anfangen. Ansonsten wird hier nichts draus. Wasser, wir kümmern uns drum, ne? Eins nach dem anderen. Schlürfi Mix, schlürf, schlürf. Essen, ja. Kriegen wir auch hin. Mütze tragen wir, ne? Ja, wie immer. Der Tober, den will ich auch bald mal herstellen. Aber erstmal wird hier konsumiert. Und zwar nur das gute Zeug. Ja. Banane hebe ich mir noch auf. Ich esse mal ein paar Datteln. Damit wir so richtig schön satt sind und den ganzen Tag hier ackern können. Lupf, lupf, lupf. Jupp, jupp. Und gleich weiter hier. Wie viel Fleisch haben wir hier drin? 4 Stück lassen wir schön drin, ne? Sparen wir uns die Lagereinheiten. Zack, zack, zack. Oh, ich habe einen Wedel aufgenommen. Einen müssen wir noch dazulegen. Ja, und einen Wedel noch ablegen. Nice. Wedel, Stiele haben wir. Jetzt Stöcker von einer nicht pflanzenschmeißenden Palme. Dattelpalme? Nee, die lasse ich noch stehen. Für den Anfang. Dattelpalme. Nur Palme! Ja, du bist ein Holzlieferant. Sei doch froh drüber. Hauptsache, du lieferst überhaupt was. Und Gatsching. Und den hier gleich in Stöcker umwandeln. Flup, 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 flup. 10, 8 brauchen wir, ne? Richtig. 8. 2 Kisten bitte herstellen. Dö. Wir haben jetzt 18. Einen Wedel noch zerlegen. Ich habe mich irgendwie vertan. Warum auch immer. Wie kann denn das passieren? Ich bin noch voll konzentriert bei der Sache. Wo ist mein Kaffee? Gute Idee, machen wir gleich. Jetzt aber. 2 Kistchen. Weil wichtig. Und hier schon mal. Naja, aufheben. Stopp, wir haben. Doch, wir brauchen. Haben wir. 1 Slot freilassen. Das geht in Ordnung. Und die Wedel pur aufheben. Können wir später zerlegen. Jetzt ist hier auch schön Tageslicht. Das bedeutet, wir können uns hier mal richtig umgucken. Ob wir nicht hier noch so ein bisschen Hanf haben. Eventuell. Hanf, Hanf, Hanf. Hanf, Hanf. Nicht so, ne? Oh, oh, oh. Fleisch. Haben wir noch Platz für... Ja, wir haben noch Platz für Fleisch. Bleib hier. Du Ratte. Zack. Oh,
Können wir nicht stacken, sehe ich gerade. Ungünstig, wir müssen hinne machen. Die toten Tiere bleiben nicht allzu lange hier liegen. Ich hoffe, dass das mal weggepatcht wird. Das wäre ganz toll, weil es ist wirklich sehr knapp. Okay, Kiste. Hinter dem Feuer. Ach, warum auch nicht, ne? Zack. Kiste 2. Ja, drehen war... Wie war drehen nochmal? Ich weiß es nicht. AD. E ist ablegen, ne, oder? Ich weiß es nicht. Warte mal, da stand es gerade, oder? Na, dann eben so. Dann eben manuell. Bitte auch dazu patchen, dass man die Kisten stapeln kann. Das wäre glorreich. So, was brauchen wir denn jetzt gerade nicht? Just in diesem Moment. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir sicherlich gleich zum Bauen. In die andere Kiste essen und so. Können wir ja alles schon mal hier ein bisschen einsortieren. Die Wasserflaschen auch nicht so. Essen. Und hier konnten wir direkt aus der Kiste futtern. Pfeile behalte ich mal. Und Baumaterialien auch. Und das Leder. Das Leder, merken wir uns, haben wir auch abgelegt. So, Frosch. Wo ist der tote Frosch? Ah, der ist schon weg, ne? Das ist ungünstig. War der hier? Irgendwo war der doch, ne? Wird wahrscheinlich schon weg sein. Mann. Sehr doof. Aber okay. Wir facen die Reality. Schlückchen trinken und weitermachen. Was können wir denn noch so hier realisieren? Ein bisschen was aus der Futterkiste futtern. Damit wir hier... Naja, halt... fit bleiben. So, platzierbare Objekte. Was ist denn noch wichtig? Webstuhl? Ja, wir haben aber eigentlich gar keinen Hanf hier. Wir können keine weiteren Tücher hier produzieren, weil hier kein Hanf ist. Und deswegen können wir uns den Webstuhl sparen. Kurz tauchen gehen, Temperatur unter 30 Grad bringen, Ananas pflücken. Stöckchen gratis, nehmen wir mit. Ohne Arbeit. Sind hier irgendwelche Steine, die wir zerlegen können? Hier wäre noch ein Frosch. Hi. Na, ist er tot? Ich sehe ihn nicht. Verdammtes Gras. Ist er das gewesen? Wie viele Frösche hier jetzt rumlaufen? Ich brauche euer Fleisch, sonst werden wir dieses Abenteuer nicht überleben. Boom! Zack. Alles klar. Noch irgendwelche Früchte oder so. Aber da waren wir ja schon ziemlich hoch. Hochgesteckt. Was Kokosnüsse und Datteln angeht. Okay, Feuer entfachen. Wir kochen das später ab, okay, wenn es dunkel wird. Das wäre sonst Holzverschwendung. Was sollten wir denn noch so bauen? Den Ofen. Tonerz, 8 Stück. Haben wir 8? Ja, haben wir. Schön. Platzierbar. Ofen. Den Mörser. Ich weiß nicht wofür, aber... Nee, den baue ich jetzt nicht so. Beim Ofen würde ich gerne probieren, langsam mal das Metall einzuschmelzen für die Metallbarren, die wir dann in der Pyramide da drüben gleich verwerten könnten. Dann machen wir die Pyramidentour und dann schauen wir weiter und gehen dann hier so lang. Finden wir schon raus, wo lang wir wollen. Ofen. Auch der, ich sag mal, Sandwurmabwehrofen. Das war ja solide von hier oben, die Würmer zu bekämpfen. Aber mit Pfeil und Bogen ist das sowieso alles gar nicht mehr so schwer. Öffnen. Okay. Wir könnten Lehmziegel produzieren. Wäre fürs Bauen nicht verkehrt, aber... Ich muss sagen, bisher sind wir sehr gut ohne festes Gebäude ausgekommen. Ich speichere mal eben kurz. Wir versuchen mal, das Metall einzuschmelzen. So, wir haben 5 Metallerz.
Eingabe. Wie, was muss denn da noch hin? Steine? Nein. Lehm? Ach, guck mal, wir haben zwei Eingaben und zwei Ausgaben. Wir könnten also auch Lehmziegel herstellen. Ob wir das wollen, ist die zweite Frage. Aber wir können ja schon mal hier zumindest in Sachen Metallziegel ein wenig vorankommen. Mit Dattelfuttern. Lecker, lecker, lecker. Und dann schon mal gucken, was wir sonst noch so herstellen können. Nichts Relevantes, ne? Die Suppen, ja, gut. Da könnte man sich sicherlich noch ein bisschen ausmerzen. Okay, offensichtlich brauchen wir Lehmtöpfe für das ganze Essen hier. Oh, guck mal. Rohes Fleisch und Datteln ergeben Basis für einen Topf. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht doch ein paar Speziallebensmittel herstellen. Aber ganz ehrlich, das ist doch nur wieder so Schnickschnack. Wir sind doch ideal versorgt mit Datteln und dem Fleisch. Ich habe jetzt nicht die größte Motivation, mir hier Spezialnahrung herzustellen, weil ich sehe den Sinn gerade nicht. Weil Essen war jetzt nur bedingt unser Problem. Ein Stack voll mit Kokosnüssen mit einer frischen Axt kombiniert reicht doch eigentlich aus. Vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe des Spiels. Wir werden sehen. Wir bleiben neugierig. Sind unsere Metallziegel schon fertig? Unsere Metallbarren? Fast. Cool. Die würde ich gern verbraten gehen. Aber sowas von drüben in der Pyramide. Und dann hätten wir eigentlich noch bei unserer anderen Base ein bisschen Lehm, aber ist jetzt auch nicht so zwingend notwendig. Apropos Lehm. Ist das da nicht ein Lehmstein oder ist das ein Steinstein? Das ist ein Lehmstein. Aber da liegt noch ein Stein. Und den wollen wir auch nicht liegen lassen. Gib alles. Flup, 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 flup. Und auch diesen Stein nehmen wir mit. Noch mehr? Gibt's ja davon noch mehr? Ja. Noch ganz viel Lehm. Wer weiß. Vielleicht würde ja die Spezialnahrung bewirken, dass wir extrem viel Ausdauer haben. So ganz lang, dass wir ewig lang rennen könnten. Aber das finden wir so nicht raus. Das müssten wir natürlich empirisch angehen. Könnte man machen. Eins nach dem anderen. Erstmal hier Lehm ablegen. In die Kiste. Wüstenfrüchte habe ich keine gesehen. Nicht hier. Deswegen müssen wir unseren Wüstenbalsam gut aufheben. Oh Gott, die Hitze, Mensch. Die verfluchte Hitze. Kurz abkühlen gehen. Bis die Metallbarren fertig sind. Luft anhalten. Wo ist hier eigentlich mein Kaffee? Eine Sekunde, na, kriegen wir das noch hin? Kaffee eingießen und dabei nicht sterben. Es wird spannend. Okay, langsam sollte ich nach oben. Stirbt man dann eigentlich gleich weg, oder? Vermindert sich dann nur die Energie. Fertig, sehr schön. Holz sparen. Wir haben 5 Metallbarren. Dann können wir uns ja eigentlich quasi jetzt sofort auf den Weg Richtung Pyramide machen. Wir haben Bogen, okay. Wir haben aber keine frische Axt. Das wollten wir uns ja vornehmen. Wir basteln uns jetzt noch eine zweite Axt. Eine zweite grobe Axt. Mit Tauwerk. Das bedeutet 4 Stäbe. 2. Genau. Denn wir wollten ja Stiele, meine ich natürlich. 2 Stiele. Wir wollten ja immer mit einer frischen Axt losgehen. Ressourcen, Tauwerk, dö. Leg los, mein Freund. Es ist so verflucht heiß hier. Das ging echt schnell nach oben mit der Temperatur gerade eben. Crazy. Wir sind hier. Okay.
Und dann, ja, hier ist noch ein ziemlich großes Stück. Aber erst die Pyramide. Erst werden wir da unsere ganzen Metallbarren abgeben. Dann kommen wir wieder hierher zurück. In der Hoffnung, dass wir das überleben. Was hat noch gefehlt? Werkzeuge. Gar nichts hat gefehlt. Gut, dann stellen wir die zweite her. Die zweite Axt. Und die erste können wir dann zerlegen. Gut, man könnte sie auch weiter benutzen, bis sie zu Ende ist. Aber das ist halt jedes Mal ein Slot. Ein Slot mehr, den wir gar nicht haben. Deswegen bin ich da sehr konsequent. Oh, 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 oh. Sie sind hier. Sie sind hier. Kommt her, ihr Ratten. Ich spare sogar die Feinde. Sie kommen. Sie kommen. Na? Doch nicht. Sind wir hier safe? Vielleicht. Eventuell. Sieht gut aus. Und unterwegs zum Futtern könnten wir uns mitnehmen. Natürlich. Unseren Stack Kokosnüsse. Wir kommen ja wieder zurück. Das ist nicht die große Tour. Bei der großen Tour, also wenn es dann Richtung eventuell nächster Oase geht, würde ich natürlich die wichtigsten Sachen wieder mitnehmen. Und deswegen können wir jetzt hier gerade mal die Ananas hier lassen. Mhm. Stimpaks nehmen wir mit. Ressourcen brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen. Überhaupt nicht. Es ist heiß. Ja, stimmt. Verdammt heiß. Wedel eigentlich auch nicht. Wedeltau weg, alles weg, damit wir so viel Tragekapazitäten wie möglich hier. Oh, da kommt wer, da kommt wer. Oh, da ist er, mein bester Freund, der Sandwurm. Und jetzt sterben wir hier in Hitzetod auf dem Ofen. Aber nicht durch den Ofen, sondern durch die Sonne. Hm, wo ist er? Das hatte ihn letzte Mal nicht davon abgehalten, mich anzugreifen, dass ich hier oben stand. Da ist er. Stopp. Ja, komm her, komm her, komm her. Genau. Das klappt doch jedes Mal. Oh. Ja, genau. Letztes Mal war alles in Ordnung. Nicht. Nein, nein. Stopp. Lauf. Wasser. Stimpaks. Sofort. Nach oben. Schön oben schwimmen, habe ich gesagt. Alter Schwede. Stimpaks. Verzehren. Unter Wasser konsumieren. Noch eins. Wir müssen die Pfeile rausholen. Der Rest regeneriert sich auch so. Komm nach oben. Bogen. Wir gehen ins offene Feld. Glitschen uns hier über die Wasseroberfläche. Come on, ihr Ratten, ey. Na los. Da kommen sie. Ja, los! Wir kennen eure Schwachstelle. Es ist der Kopf, wie immer. Ah! Flummido. Na, geht doch. Haben wir schön, wie ist es nochmal, Chitin abgebaut. Gucken, ob wir wieder alle Pfeile hier rausbekommen. Auch hier werden wir uns ein Denkmal bauen. Beziehungsweise ein Abwehrtotem. Eine Trophäe. Pfeile. Da steckt noch einer. Wie viel haben wir? Was? 11? Ach so. Ja, das wären dann wieder 30. Schön. Schön. Genau so wollen wir das. Haben wir genug Chitin für die Mega-Rüstung? Ausrüstung. Brustpanzer. Ah, uns fehlt so viel Kopfschutz. Können wir auch nicht herstellen. Aber ist das so zwingend notwendig? Schuppe Schwanz. Schwanz, Schuppe Kralle. Mm-mm. Nothing. Okay, aber überlebt ist überlebt. Und selbst wenn uns das auf dem Weg zur Pyramide passieren sollte, kommen wir ja ganz gut zurecht. Okay. Wir packen den Kram weg. Frosch! Einfaches Fleisch, wo ist er?
Wo ist er hin? Da ist er. Flop. Yay. Gleich auf den Lagerslot für frisches Fleisch. Nach wie vor in der Hoffnung, dass es nicht schlecht wird. Das wäre natürlich nicht so gut. Okay, wir müssen den Chitinkram erstmal hier reinlegen. Wir sättigen uns nochmal mit Datteln. Oh, Dattelsamen. Ja, da können wir bald mal was anbauen. Wir konsumieren den Sonnenschutz. Ich habe den einen Pfeil drüben vergessen. Aber wir haben jetzt Kokosnüsse. Mehr als genug Wasser. Und gut ist, würde ich sagen. Absolut. Die Axt ist frisch. Die andere ist zerlegt. Steckt der Pfeil hier noch irgendwo oder ist der auch gedespawnt? Wo war das überhaupt? Steckt er hier irgendwo? Ich sehe ihn nicht. Es war aber hier, oder? Schade. Ja, irgendwann musste das ja mal passieren. Irgendwann mussten wir einen unserer geliebten Pfeile hier verlieren. Aber wir haben ja noch mehr als genug. Gut. Ach, guck mal. Doof. Ha. Super emotional. Weiter geht's. Und los. Vielleicht schon mal Pfeil und Bogen ausrüsten. Die Temperaturen sinken. Schön. Die Pyramidentour. Klappe die zweite. Diesmal viel, viel besser vorbereitet. Die Metallbarren mitnehmen. Das zum Thema vorbereitet. Nicht, dass ich die verschludert habe oder so. Ich traue mir alles zu. Nochmal abkühlen. Metallbarren. Da sind sie. Nehmen sie mit, sonst brauchten wir nichts. Wirklich nichts. Speichern. Ja, speichern wäre auch nicht verkehrt. Ihr habt doch recht. Es tut mir leid. Im Eifer des Gefechtes vergessen. Und ihr wächst hier bitte schön weiter, ne? Ihr lieben fruchtgebenden Palmen. Auf, auf. Ich gönne mir mal einen Schluck Kaffee. Kann nur besser werden. Ja. Ich hoffe auch, dass das die gleiche Pyramide ist wie beim letzten Mal. Ganz sicher bin ich mir nicht, dass es hier nur eine Pyramide gibt. Wir sollten uns auch so ein bisschen die Richtung merken. Anhand der Pyramide. Also ich vermute jetzt genau auf der anderen Seite den Eingang. Das bedeutet, wir müssen der Schräge hinten links in Richtung unserer Oase dann wieder zurückfolgen. Wenn wir uns dann vorbereiten auf die nächste große Erkundungstour, idealerweise bei Nacht, denn wir haben keine Wüstenfrüchte mehr. Wir würden das sonst nicht überleben. Hitze ist nach wie vor hier unser größtes Problem. Was für eine Überraschung, ich weiß. Und schon geht wieder die Entspannung los. Ach, das ist so herrlich, das Spiel. Atmosphäre pur. Ja. Ne, Pyramide. Kamel wäre nicht schlecht. Aber jetzt habe ich auch nichts mehr, wo ich vermuten würde, dass das, also hier in den Bauoptionen, dass das ein Kamelsattel wäre. Ich dachte, das wäre der Kamelsattel. Aber jetzt ist nichts mehr da. Vielleicht brauchen wir wirklich gar keinen Sattel für das Kamel. Vielleicht müssen wir das nur anfüttern und fertig. Und dann können wir darauf reiten, bis wir es wieder, weiß ich nicht, zu lange haben rumstehen lassen und dann läuft es weg. Die Starsend-Variante von der Schnellreise. Kosten 1 bis 3 Bananen. Na los. Jetzt wird es aber auch langsam kalt. Ich glaube, den Wüstenbalsam habe ich so ein bisschen verschwendet. Aber da können wir jetzt dran auch nichts mehr ändern.
aufladen. Hinten links, habe ich gesagt. Sofern der Eingang da hinter der nächsten Ecke kommt. Und auch nur dann. Besteigen können wir die Pyramide nicht, ne? Hier ist auch kein separater Eingang. Sah gerade so ein bisschen danach aus, aber der Eindruck hat getäuscht. Ja! Tatsächlich. Also hinten links merken wir uns. Im schlimmsten Fall gucke ich in der Aufnahme nochmal nach. Und ist das jetzt hier? Die Pyramide muss sie sein, ne? Genau, der Marker hat von der Pyramide weggezeigt, auch wenn wahrscheinlich die Pyramiden so ein bisschen falsch gesetzt sind. Das war ja eine Vermutung. Das war eine Vermutung. Ach, naja, wir hätten uns vielleicht noch das Baumaterial für einen Marker hierher mitnehmen sollen, aber wir wissen ja, den Fehler quasi zu berichtigen. Deswegen hilft uns, obwohl falsch platziert, die Pyramidenmarkierung oder die Pyramidenmarkierungen hier trotzdem irgendwie so ein bisschen. Wir kommen zurecht. Alles im grünen Bereich. So, es scheint wirklich die gleiche Pyramide zu sein. Wo wollen wir denn jetzt anfangen? Wieder rechts rum, ne? Hier ist nichts mitzunehmen. Mm-mm. Nothing. Hier auch nichts. Hier nichts. Nur hier. Metallbarren. 7 Stück haben wir. Und ein Brett. Und noch mehr Pfeile. Und eine zweite Steinaxt. Ist doch schon mal was. Wir machen erst diese Halle klar, dann gehen wir weiter. Pulverfass. Ich erinnere mich. Wir wissen aber noch nicht mal, wie man dieses Pulverfass baut. Blaues Pulver, grünes Pulver, rotes Pulver. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ach, dafür den Mörser. Dieses Pulver kann in eine Flamme geworfen werden, um ihr eine andere Farbe zu verleihen. Oh. Das sind alles nur farbverändernde Pulvers. Mir nicht. Nice to have. Nice to have. Essen und trinken. Vor der Rücktour. Aber erstmal gucken wir uns um. Hoffentlich hält die Fackel so lange. Wie dunkel ist es hier ohne Fackel? Naja, so viel dunkler ist es nur auch nicht. Und einmal durch die Mitte. Kaffee. Okay, ist hier irgendwas? Kann ich hier was aufmachen? Da ist eine Kiste. Aber das ist ein Rundgang, also erstmal alles checken. Nein, können wir nicht mitnehmen, vielleicht zerlegen oder so. Boom! Nee. Ja, 100% die gleiche Pyramide. So. Ja! Schön. Aber wir hatten keine weiteren Tücher mehr, ne? Alle sind verbraucht. Ich glaube, wir müssen auch jetzt ganz kurz die... Hey, stopp! What the heck? Wo sind meine Pfeile? Bestimmt in der anderen Truhe. Irgendwie sind die weggeglitscht oder habe ich die da rumgefeuert? Nicht vergessen. Dürfen wir wirklich nicht vergessen. Das wäre sonst unser Tod, wenn wir rausgehen. Durst. Ja, mach mal. Trink mal einen Schluck. Ziehst dir rein, Mann. Die ganze Isostar-Bottle. Essen braucht man noch nicht. Verflucht. Ich muss jetzt sofort nach meinen Pfeilen gucken. War da was? Nee. Das kann doch nicht wahr sein. Wie konnte denn das passieren? Das muss da bei den anderen Pfeilen passiert sein. Im schlimmsten Fall muss ich die Aufnahme checken. Ja. Ach, guck mal, der Wechsel dann. Ach so, weil der Stack schon voll war. Wieder was dazugelernt.
Gott sei Dank ist uns das aufgefallen. Die Würmer hätten uns draußen rasiert, hätten die uns. Und zwar unehrenhaft. Okay, und jetzt versuchen wir unser Glück mit den Metallbarren. Hier geht's bestimmt zum Finale. Zack. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Holzbrett. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Finale. Durchgespielt. Brett. Nimm mit. Das ist doch ein Brett zum Mitnehmen. Und so weit können wir nicht springen. Na klar, oder? Oder fallen wir jetzt einfach durch, weil es noch nicht fertig ist? Das wäre... Ah, nee, das mache ich jetzt nicht. Der Weg war einfach viel zu weit. Wir kommen mit noch mehr Holzbrettern wieder. Das geben wir sicher an. Man kann entweder den kurzen Weg nehmen oder den richtigen Weg. Und wir nehmen auf jeden Fall den richtigen Weg. Das... Ja, das müssen wir nochmal zwischenschieben vor der großen nächsten Erkundungstour. Und hier war jetzt einfach nur noch... Genau, die Option Pulverfass. Und das können wir noch nicht herstellen. Wir brauchen Holzbretter. Holzbretter, nur noch Holzbretter. Machen wir gleich fertig. In einer Nacht- und Nebelaktion bis zu Hause sollten wir kommen. Jetzt wird's aber kalt, ne? Okay. Ungünstig. Die Fackel sollte uns doch warm halten. Wir haben sogar einen Metallbarren über. Wie gut. So, nach Hause und dann... Mit fünf Holzbrettern wiederkommen, sollte das reichen? Ja, hoffen wir, dass das reicht. Ab nach Hause. Es ist kalt. Du wirst sterben, bitte nicht. Nicht, dass wir hier den Kältetod in der Wüste sterben. Wäre sehr ungünstig. Wir hätten uns vielleicht ein Lagerfeuer mitnehmen sollen. Aber wie so oft ist man halt danach immer ein bisschen klüger. Gib alles. Ich denke, bis zu Hause kommen wir. Jo. Ach Grad, ne? Aber bei 8 Grad verlierst du doch noch keine Energie, Mensch. Also, in echt jetzt, selbst bei 7 Grad nicht. Also das dauert schon sehr lange. Ich meine, wenn du hier entlang joggst, dann sollte doch dein Körper genug Wärme produzieren. Nur mal so am Rande. Für dich als Marathonläufer, ja? Ultramarathonläufer. Kurz die Ausdauer wieder aufladen lassen. Wir brauchen Bretter. Naja, 5 Grad. Überlebt man auch noch ein ganzes Stückchen, aber man muss in Bewegung bleiben. So, hier in die Richtung müssen wir. Hinten links, das ist hinten links. Also hier so lang. Wir werden sie ja irgendwann sehen. Pfeil und Bogen im Anschlag. Jetzt erfrieren wir fast. Und ich könnte schwören, dass wir bei der nächsten Hintour dann wieder zur Pyramide dann fast erschwitzen werden. Aber wenn wir uns richtig beeilen, dann gehen wir mit der aufgehenden Sonne wieder zurück. Verflucht, Mensch! Wie funktioniert das mit den Kamelen? Man könnte sich wirklich eine ganze Menge Zeit sparen.
kurz aufladen lassen. Mensch, friert schon ein, der Bildschirm. Bei 2 Grad. Okay, keine weiteren Kamele hier. Die Flasche auffüllen, aber erstmal ein Feuerchen anmachen und dann Bretter herstellen. Und zwar ohne Ende. Ah, komm schon, Mann. Aber oh, uns wird gerade wärmer. Frosch! Ne, erstmal Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Linke Kiste für Ressourcen. Home, sweet home! Was verbrennen wir? Die Baumstämme, aber die können wir auch. Können wir eigentlich auch. Nee, was brauchten wir nochmal für Holzbretter? Baumstämme, sag ich doch. Gut, dann nehmen wir erstmal die Stöcker. Mit der Option, Baumstämme nachzulegen. Okay. Los! Schön einmal warm machen. Ah. Wen haben wir denn da? Frischfleisch und Leder. Das sollten wir abspeichern. Zack. Ballistik und so. Ballistik, 2-mal hintereinander schießen, um auf Nummer sicher zu gehen. Es gibt eine Möglichkeit, das Viech hier mit einem Schuss, mit einem Pfeil zu erledigen, aber wir versuchen lieber hier den sicheren Weg zu gehen. Zack und zack. Come on! Aber jetzt wirklich. Komm her, du Mistviech. Das wäre es. Noch maximal 2 Versuche, okay? Wir kriegen das hin. Wir brauchen das Leder. Da, jetzt. Oh, come on, Mann. Okay, wir laufen dem Viech hinterher. Wir machen es auf die altmodische Art. Auch wenn das sehr, sehr kalt wird. Hab ich Caps Lock an oder so? Oder warum schleicht der hier so? Wegen dem Wasser? Okay, wie viele Pfeile haben wir verschossen? Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir hier all unsere Pfeile zurückbekommen. Vor allem, ob die hier alle registriert worden sind, weil ich habe die ja ganz schön weit gepfeffert. Sind das Pfeile? Ja, Parallelpfeile. Ach so, weil ich gekrochen bin, deswegen konntest du nicht sprinten. Und jetzt sind wir zu hungrig und haben nichts Schnelles dabei. Ungünstig. Das bedeutet, wir müssen zurückgehen, oder? Naja, wir holen uns jetzt erstmal schön unser Wüstenbambi und dann knacken wir uns eine Kokosnuss. Aber Energie brauchen wir jetzt sofort konsumieren. Eins reicht. Wir haben nicht mehr so viele. Wir haben schon länger keine Skorpione mehr gesehen. Und Katsching! Angeschossen war es ja. Geht doch. Es ist kalt. Dann mach dir warme Gedanken. So. Pfeil. Pfeil. 2 Stück, genau. Leder und Fleisch. Wir haben. Ja, 38 Pfeile. Schön. Jetzt eine Kokosnuss cracken. Ablegen. Zerknüppeln. Und gleich essen. Die Trinkphase überspringen wir. Essen, essen. Gut gemacht. Und nach Hause sprinten. Oder geht das jetzt auch nicht mehr?
weil wir zu wenig Energie haben? Könnte das sein? Ich probiere gerade aus, ob die Fackel wirklich keine Auswirkung auf die wahrgenommene Temperatur hat. Ach, es wird jetzt allgemein wärmer. Gut, hätten wir das geklärt. Wir werden überleben. Aber irgendwie bin ich immer noch zu faul zum Rennen. Wahrscheinlich, weil immer noch zu viel Hunger am Start ist. Naja, wir haben es ja gleich. Wir haben es ja gleich geschafft. Bretter. Bretter, Bretter, Bretter. Ja, wir kümmern uns doch ums Essen. Zu Hause wartet Fleisch. Oder Datteln. Kamel. Keins in Sicht. Ja, lass dir Zeit. Das ist eine lange Aufnahme. Okay, Essen. Ja, Essen hier. Datteln ohne Ende. Flup und flup und flup. Ja, gut gemacht. Okay, und jetzt das Fleisch hier rauf. Direkt hier raus konsumieren. Wäre natürlich super, brauchen wir aber nicht wirklich machen. Diesmal lassen wir die zwei Äxte intakt. Wir füllen mal unsere Fläschchen auf. Brennen, yay, noch mehr Fleisch. Sofort, bevor er wieder ins hohe Gras abhaut. Das ist wie bei Pokémon, nur andersherum. Ne? Sie fangen im Flachland an und gehen dann ins hohe Gras. Bei Pokémon war das ja immer anders. So, wir haben ohne Ende Leder. Was könnten wir daraus Feines zaubern? Gibt es überhaupt noch irgendwas, was wir daraus zaubern können? Ressourcen, Ausrüstung, wir haben von allem nicht genug. Turban braucht 4 Tücher, wir haben nur 2. Brauchen wir alles nicht. Leder ist gerade nicht so unser Ding, ne? Wir könnten die Trophäe bauen, aber irgendwie bringt das ja auch nichts. Aber ich würde ganz gerne mal die anderen Flammenfarben sehen. Okay, wir bauen auch die Trophäe. Ist in Ordnung. So oder so, wir brauchen Baumstämme. Und wir sollten auch ein paar Pfeile ablegen. Ein Stack reicht wirklich aus. Ich hoffe, wir kommen hier mit den 2 Kisten zurecht. Die Barren. Oh, nein. Sind die alle einzeln jetzt hier rumgeflogen? Sehr ungünstig. Oder hatte ich nur einen? Hatte ich nur einen Lehmziegel? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Mangelndes Selbstvertrauen. Aber ich habe ja auch jeden Grund, mir nicht zu vertrauen. Ich glaube, es waren 3, oder? Waren es 3? Verschwunden. Für immer. Im Äther des Digitalkosmos. Flasche auffüllen. Eins nach dem anderen. Schön den Überblick wahren. Trinken. Und die Flasche auffüllen. Flop. Flasche tauschen. Wir könnten noch eine Lederflasche herstellen. Könnten wir. Aber wir nehmen sowieso immer Kokosnüsse mit. Verfluchte Sonne. Wäre auch cool, wenn man den Tag wegschlafen könnte in seinem Unterstand. Na, was haben wir hier? Ach, guck mal, bis hier bist du geflogen, dann kann der andere nicht weit sein. Wo ist der andere Lebensziegel? Das ist aber auch wirklich sehr fragwürdig. Die Flugreichweite von so einem Lebensziegel. Wir werden ihn vielleicht noch finden, später. Ananas. Es ist soweit. Ananas ablegen. Zack. Ja, aber jetzt so eine Trinkflasche. Das ist doch auch wieder Stackverschwendung. Lehmziegel. Und das Leder auch mal ablegen. Die Kokosnüsse behalten wir noch. Wir brauchen Baumstämme. Ja, und den können wir auch schon mal mitnehmen. Und dann bauen wir den Mörser. Aus 2 Tonerz und 2 Stein. Stein und Tonerz. Flupp. Und flupp. Erstellen.
platzierbar. Mörser, Jötze. Und schon mal anfangen zu hacken. Wir nehmen eine No-Name-Palme, die uns sonst nichts weiter bringt. Immer schön ökologisch denken. Frosch. Da ist er. Komm her, du Ratte. Oh nein, es tut mir so leid. Aber es musste sein. Du oder ich? Palme. Die hier. Baumstämme und dann umwandeln in Holzbretter. Für die nächste Pyramidentour. Ich bin so gespannt, was dahinter kommt. Zack. Jo. Verdammt, das verflucht hohe Gras hier. Und den Wedel ebenfalls zerlegen. Flup, 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 flup. Erst machen wir die Bausachen fertig und dann kümmern wir uns um die Holzbretter. Ach, hier ist ja noch ein Baumstamm. War das alles? Ich will doch schwer hoffen. Wollen wir noch eine Palme mitnehmen? Ich meine, wenn wir hier schon mal unterwegs sind, das war dattelig, ne? Ja, das ist eine dattelige Palme. Und das hier ist nur eine Palme. So ein schönes Spiel. Vor allem der Deep of Field Effekt, wenn wir hier auf die Palme einhacken. Ich finde das herrlich, Mensch. Es ist, also man hat nicht so super viele Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Survival Games. Aber ich finde, weil es gerade so überschaubar ist, ist es so intensiv. Ist ja auch in echt so, oder? Da hast du ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Okay, genug Baumstämme. Immer lenkt mich hier die Frösche ab. Aber wir haben ja erstmal auch genug Fleisch hier zu essen. Für die nächste Brattour 8 Fleisch, Mensch. So, Mörser, abstellen bitte. Flop. Und jetzt müssen wir in unserem Inventar. Ah, okay, Ressourcen. Was brauchen wir dafür? Kokossamen und Holzkohle. Mangosamen und Holzkohle, Bananen, okay, also können wir gar kein Pulver herstellen. Wie gewonnen, so zerronnen. Kokossamen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir bisher überhaupt in diesem Spiel Kokossamen bekommen haben. Kohle ist klar, aber der Rest Bananensamen, ja, dafür müssten wir wahrscheinlich die Bäume hier zerlegen. Mangosamen. Aber was für eine Verschwendung, nur damit die Flamme in einer anderen Farbe brennt. Nee, das lassen wir mal schön. Wir machen einen taktischen Rückzug. Tauwerk ein. Also ein Wedelchen. Umwandeln in. Genau. In das, was dabei rauskommt. Stock, nee, Stab. Verflucht. Stiel. Oh Gott, ich kann mir das. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir wissen ja alle, was gemeint ist. Zack, platzierbare Objekte, Trophäe. Stiel. Stiel. Ich trinke noch einen Kaffee. Kann, wie gesagt, nur besser werden. Und dann bauen wir dich hier hin. Na, das sieht auch hier nach einem schönen Basiscamp aus. Wir haben 14 Baumstämme. Und ich habe gesagt, 5 Bretter, ne? Ich speichere, bevor wir losgehen. Falls 5 Bretter nicht reichen sollten, dann lade ich. Dann braucht man nicht nochmal zurücklaufen. Es geht ja wirklich jetzt nur noch um die Brücke zu... Wir machen 6 Bretter. Um die Brücke zu komplettieren. Ja, stell mal her. Den Rest legen wir dann in die Kiste. Ist Feuermaterial. 8 Baumstämme in die Kiste. Lehmziegel, cool. Na, kriegen wir das hier alles noch einsortiert? Jupp, 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 jupp. Steine und Co. hier lassen. Aber nicht, dass wir hinter der nächsten Abbiegung dann irgendwie Steine brauchen. Dann breche ich im Strahl. Die kommen hier hin. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Naja. Vielleicht das Material für einen Unterstand. Nicht, dass wir wirklich derb krass überhitzen. Ah. 32 Grad. Ist gut möglich, dass wir das gar nicht überleben. Wenn wir nicht irgendwas
für den Weg mitnehmen. Aber wir regenerieren ja auch wieder Energie, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, wir sollten uns auf den Weg machen. Ich habe alles, ne? Konsumieren, jawohl. Ziehst hier rein, Eimer voll machen. Wir trinken beim Vorbeigehen, unsere Wasserbuddeln sind voll. Wir haben 2 Äxte, wir haben genug Pfeile, wir haben 6 Bretter. Und Bücher können wir auch ablegen. Und dann könnten wir uns eigentlich schon auf den Weg machen, aber nicht mehr in dieser Folge, meine werten Ödländer, denn das war's für heute mit Starset. Mir hat's echt eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Wenn dem so ist, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wiederschauen, reingehauen, euer Leo. Bis dann. Tschüss.